Mann darf keine Seide tragen. Der Mann muss die Frau versorgen, die Frau muss den Mann nicht versorgen. Die Frau kriegt eine Brautgabe, der Mann kriegt keine Brautgabe. Und so geht es weiter. Ja, und am Ende kommen beide, sagen wir mal, in Anführungsstrichen auf 90 Punkte. Und wie gesagt, zum Abschluss muss man noch sagen, wie gesagt, im Islam sind die Partner keine Konkurrenten. Und man sollte sich auch fragen, es wird jetzt vielleicht jemand sagen, ja, du hast von der Bibel Stellen genommen und so, okay, Islam ist sehr gut im Vergleich mit den ganzen Religionen und mit den gleichen Zivilisationen. Aber guck mal, wie die Frau heute lebt. Guck mal, wir haben hier die Frau in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und so weiter und so fort. Guck mal, die haben dasselbe Erbrecht, in Anführungsstrichen dasselbe Gleichberechtigung. Ja? Wir sehen zum Beispiel, dass es nicht richtig ist. Wir sehen zum Beispiel, dass bei der Jobvergabe der Mann immer wesentlich bessere Chancen hat in den meisten Berufen als die Frau. Das ist wieder, weil sie von Natur aus unterschiedlich sind, physisch und emotional. Aber dann sagt man ja, okay, aber jetzt haben wir es ja optimal im Westen. Aber wir müssen eine Sache sagen. Der Mensch ist nicht nur ein physisches Objekt, sondern er ist auch ein spirituelles Wesen. Dann fragen wir, okay, was hat die westliche Welt der Frau in spiritueller Hinsicht zu bieten? Und ist das, diese Gleichberechtigung, wirklich das, was die Frau glücklich gemacht hat? Ist es das? Wenn wir uns umgucken, ich habe es eben schon erwähnt, 20 Millionen depressive Menschen in den USA, in der westlichen Welt sozusagen, ja, in dem Idol der anderen von Demokratie und Freiheit, 20 Millionen. Das heißt, ist dieses Leben, ist diese Herangehensweise das, was die Frauen glücklich gemacht hat? Und die meisten, die Depressionen haben, sind Frauen. In Deutschland 4 Millionen. Was ist mit Selbstmordfällen? In der islamischen Welt, wie gesagt, die wenigsten Selbstmordrate. Und ich kann nur eins sagen, meine Erfahrung ist ganz deutlich, ich habe vorher als Nicht-Muslim gelebt und Alhamdulillah, ich meine, ich bin zwar sehr jung, aber ich habe wirklich die unterschiedlichsten Klassen gesehen von Menschen. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, ist, ich habe Frauen gesehen, Disco, Tussis auf gut Deutsch, ja, Frauen gesehen, die vielleicht gebildet sind, Frauen, die ganz weg sind, alles Mögliche. Sängerinnen, die sich für Musik interessieren und solche Sachen machen wollen. Aber ich habe keine Frau gesehen, die glücklicher ist. Das ist meine persönliche Erfahrung, wovon wenige Leute reden können, die glücklicher ist als die Muslimin, die ihre Religion richtig verstanden hat. Und deswegen gebe ich jedem hier als Tipp, man soll nicht ein Bild aus Pakistan sehen, dann ein Bild aus Afghanistan, dann ein Bild aus Palästina, dann Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, wo alles hier abgeschnitten wird in Afrika, sondern man soll, und dann, ja, weil das sind die Bilder, die man sehen will, man soll, was soll man machen? Man soll fragen, man soll die muslimische Frau fragen. Wir haben hier heute einige. Fragen Sie mal eine Frau, die konvertiert ist zum Islam. Fragen Sie die mal. Wie fühlst du dich? Frag nicht Alice Schwarzer oder Angela Merkel oder weiß ich nicht, Jörg Haider, wie sich die islamische Frau fühlt. Weil, hey, das sind keine islamische Frauen. Beziehungsweise eine ist sowieso ein Mann. Frag die muslimische Frau, die Islam richtig verstanden hat, die eine Beziehung hat zu ihrem Gott. Aber das Problem ist, dass man das gar nicht wissen will. Man will das gar nicht wissen. Man will nämlich das Bild aus Pakistan und das Bild aus Afghanistan und das Bild aus Palästina und aus Afrika, wo sowohl auch christliche Frauen, wobei christliche Frauen es auch zu dieser Genitalverstümmelung kommt. Und dann will man daraus einen Horrorfilm drehen. Steven Spielberg ist der Regisseur und Arnold Schwarzenegger ist in der Hauptrolle. Und das ist das, was man sehen will. Deswegen, so muss man an die Sache rangehen. Und dann als allerletztes noch. Ich muss erst mal was trinken. Als allerletztes noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Weil, wie gesagt, es sind bestimmt heute viele, viele Dinge gekommen, die einigen Leuten nicht geschmeckt haben. Wie gesagt, ich will hier keinen beleidigen und ich will keinem wehtun. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, als allererstes die Menschen mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes von den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Allah sagt im Koran, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen. Er führt sie von den Dunkelheiten, keine Konkurrenten. Und man sollte sich auch fragen,
Es wird jetzt vielleicht jemand sagen, ja, du hast von der Bibel Stellen genommen und so, okay, Islam ist sehr gut im Vergleich mit den ganzen Religionen und mit den leidenden Zivilisationen. Aber guck mal, wie die Frau heute lebt. Guck mal, wir haben hier die Frau in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und so weiter und so fort. Guck mal, die haben dasselbe Erbrecht, in Anführungsstrichen dasselbe Gleichberechtigung. Ja? Wir sehen zum Beispiel, dass es nicht richtig ist. Wir sehen zum Beispiel, dass bei der Jobvergabe der Mann immer wesentlich bessere Chancen hat in den meisten Berufen als die Frau. Das ist wieder, weil sie von Natur aus unterschiedlich sind, physisch und emotional. Was? Aber dann sagt man ja, okay, aber jetzt haben wir es ja optimal im Westen. Aber wir müssen eine Sache sagen. Der Mensch ist nicht nur ein physisches Objekt, sondern er ist auch ein spirituelles Wesen. Dann fragen wir, okay, was hat die westliche Welt der Frau in spiritueller Hinsicht zu bieten? Und ist das, diese Gleichberechtigung, wirklich das, was die Frau glücklich gemacht hat? Ist es das? Wenn wir uns umgucken, ich habe es eben schon erwähnt, 20 Millionen depressive Menschen in den USA, in der westlichen Welt sozusagen, ja, in dem Idol der anderen von Demokratie und Freiheit, 20 Millionen. Das heißt, ist dieses Leben, ist diese Herangehensweise das, was die Frauen glücklich gemacht hat? Und die meisten, die Depressionen haben, sind Frauen. In Deutschland 4 Millionen. Was ist mit Selbstmordfällen? In der islamischen Welt, wie gesagt, die wenigsten Selbstmordrate. Und ich kann nur eins sagen, meine Erfahrung ist ganz deutlich, ich habe vorher als Nicht-Muslim gelebt und Alhamdulillah, ich meine, ich bin zwar sehr jung, aber ich habe wirklich die unterschiedlichsten Klassen gesehen von Menschen. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, ist, ich habe Frauen gesehen, Disco, Tussis auf gut Deutsch, ja, Frauen gesehen, die vielleicht gebildet sind, Frauen, die ganz weg sind, alles Mögliche. Sängerinnen oder die für Musik interessieren und solche Sachen machen wollen. Aber ich habe keine Frau gesehen, die glücklicher ist. Das ist meine persönliche Erfahrung, wovon wenige Leute reden können, die glücklicher ist als die Muslimin, die ihre Religion richtig verstanden hat. Und deswegen gebe ich jedem hier als Tipp, man soll nicht ein Bild aus Pakistan sehen, dann ein Bild aus Afghanistan, dann ein Bild aus Palästina, dann Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, wo alles hier abgeschnitten wird in Afrika, sondern man soll, und dann, ja, weil das sind die Bilder, die man sehen will, man soll, was soll man machen? Man soll fragen, man soll die muslimische Frau fragen. Wir haben hier heute einige. Fragen Sie mal eine Frau, die konvertiert ist zum Islam. Fragen Sie die mal. Wie fühlst du dich? Frag nicht Alice Schwarzer oder Angela Merkel oder weiß ich nicht, Jörg Haider, wie sich die islamische Frau fühlt. Hey, das sind keine islamische Frauen. Beziehungsweise eine ist sowieso ein Mann. Frag die muslimische Frau, die Islam richtig verstanden hat, die eine Beziehung hat zu ihrem Gott. Aber das Problem ist, dass man das gar nicht wissen will. Das ist, man will das gar nicht wissen. Man will nämlich das Bild aus Pakistan und das Bild aus Afghanistan und das Bild aus Palästina und aus Afrika, wo sowohl auch christliche Frauen, wobei christliche Frauen es auch zu dieser Genitalverstümmelung kommt. Und dann sagen sie, und dann will man daraus einen Horrorfilm drehen. Steven Spielberg ist der Regisseur und Arnold Schwarzenegger ist in der Hauptrolle. Und das ist das, was man sehen will. Deswegen, so muss man an die Sache rangehen. Und dann als allerletztes noch. Ich muss erst mal was trinken. Als allerletztes noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Weil, wie gesagt, es sind bestimmt heute viele, viele Dinge gekommen, die einigen Leuten nicht geschmeckt haben. Wie gesagt, ich will hier keinen beleidigen und ich will keinem wehtun. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, als allererstes, die Menschen mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes von den Dunkelheiten ins Licht zu führen. Allah sagt im Koran,